Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overlord. So, wir hatten ja hier noch ein bisschen Spaß vor uns. Hoffe ich zumindest. Ah, ist wieder so ein Mistvieh. So. Na komm, roll. Und dann machen wir dich platt, bevor du dich umgedreht hast. So, hier. Na komm, nimm. So ist doch viel schöner. Hier haben wir. Was wir uns den Weg schieben müssen. Okay. Na komm, dreh. So. Und jetzt geh aus dem Weg, damit wir uns das da hinten einsammeln können. Ja, geht doch. Oh, ganz viel Gold. Das gefällt mir doch schon mal. Arme Zwerge. Zwerge, die brennen. So. Euch fackeln wir da hinten auch mal ab. Weil wir es können. Na, den einen, den lassen wir noch mal kurz stehen. Ich möchte mich hier noch mal hoch. Ich glaube, hier hinten geht's zum... Nee, dann möchte ich doch erstmal da runter. Bevor ich jetzt hier hochgehe. So. Pix. Dann geht doch mal da ein bisschen aus dem Weg, damit die ein bisschen schieben können hier. Den jetzt auch aus dem Weg schieben. Und den nächsten aus dem Weg schieben. So viel Schiebearbeit hier. Schlimm. Für ein paar Kisten. Oh, da war sogar noch gut Gold bei. Na, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir den Großen dann besiegt kriegen. Weil wir müssen ja jetzt ordentlich Ärger veranstalten hier. Okay. Wie ich es mir gedacht hatte. Das Wesen aus dem Elfentempel. Jule, diese Diebin, ist noch immer hinter der Statue her. Okay. Befreien wir mal kurz jemanden. So. Ah, gut Schaden verursacht. Autsch. Und raus. Au. Rums. Kann ich hier schnell vorbei, hoffe ich. Den nächsten drei buddeln. Kommt. Und den jetzt. Und mitkommen. Das war irgendwie verständlich. So, dann holen wir uns natürlich hier alles ab. Haben zwar ein bisschen was verloren, aber nicht so viel. Wir können jetzt hier auch alles in Ruhe kaputt machen. Und ein Objekt. Oh, ein Objekt.
Ich mag Objekte. Nicht nur du. So, kommen wir jetzt hier überhaupt dran vorbei an den Käsefuß? Ja. Meisterhaft, Herr. Jetzt kommen wir zur kritischen Phase meines teuflischen Plans. Lasst Braune zur Statue ausschwärmen und wartet ab, was geschieht. Hä? Hallo? Aha, die alten Gerüchte waren also wahr. Die Statue ist hoch. Mehr Schergen, Herr. Mehr. Okay. Mehr Schergen, Herr. Mehr. Ja, ich schick sie doch schon rein. Gut. Ich bin mir sicher, dass Jule zurückkommt, wenn die Luft rein ist. Sie kennt die Geheimnisse der Statue wohl nicht. Wenn sie ihr Territorium erreichen, werden die Schergen sich wegschleichen und ein Portal suchen. Lasst uns diesen Ort verlassen, damit sie ihre schmutzige Arbeit in Ruhe erledigen kann. Okay. Aber ich verstehe deinen Plan. Ist ja eigentlich ganz simpel. So, jetzt müssen wir wohl wahrscheinlich erstmal das Ding hier hinten schieben. Das haben wir ja schon am Anfang gesehen gehabt. Na komm, nun anschieben hier. Keine Müdigkeit. So, das hier auch kaputt machen. Okay. Dann könnt ihr euer böses Territorium noch weiter vergrößern, Herr. Wäre das nicht nett? Ja, das wäre nett. Gehen wir mal zurück in den Turm. Seid gegrüßt! So. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja jetzt noch ein Auftrag. Erreicht die Statue der Mutter Göttin, bevor die Demon... das haben wir doch gemacht. Gut, teleportieren wir uns nochmal zur Festung. Weil wir müssen ja in der Festung jetzt eigentlich noch irgendwie reinkommen. Königlichen Hallen wieder geöffnet. Okay. So, nehmen wir uns jetzt mal von jedem erstmal wieder 10 mit. Ah komm, wir nehmen noch ein paar mehr Braune mit. Schaden tut es nicht. Aber jetzt knapp. Die letzten Elfenfrauen. Ich hörte sie da drin laut weinen. Ohne sie ist unsere uralte Rasse dem Untergang geweiht. Ihr würdet euch in die Höhle des Zerstörers begeben? Sie ist voller Schätze. Aber ihr müsst bereit sein, den Meister und sein Ungeheuer zu zerstören. Es heißt, er nennt es Feuerwalze. Eine Schlacht und Schätze. Das klingt doch richtig gut, Meister. Ihr weht alle. Auf jeden Fall. Tötet Goldo und sein Spielzeug. Bestimmt das Schicksal der Elfen. So, aber erstmal hauen wir den hier K.O. Dann gucken wir uns hier mal in Ruhe um. Ui. So. Das war ein schöner Inferno-Zauber. Na komm, dich hauen wir doch so.
Okay. Mal ein bisschen vorsichtig bleiben. So, nehmen wir mal kurz hier die Bombe. Hallöchen. Bomben unterwegs. Du kommst. Und... Gut, den Rest kriegen wir so hin. So. Den Schatz nehmen wir uns doch gerne mit. Geht mal hier unten nochmal kaputt machen. Los. Keine Ausrüstung. Oh, da ist jetzt ein Flammenwerfer erschienen. So, jetzt. Angriff. Schnell. Oh. Komm weg, komm weg, komm weg, komm weg, komm weg, komm weg da. Komm weg da. Ich sagte, komm... Alter. Ich hasse diese Flammenwerfer. So, belebt wieder, was zu beleben geht. So, versucht jetzt nochmal da. Ich hätte auch eine Bombe nehmen können. Aber na gut. Das erste Gold haben wir uns ja jetzt schon gekrallt. Na kommt, schleppt es. Können wir gleich nochmal alles aufstocken. Falls der andere uns da jetzt hinten wirklich so weit verfolgt, dann sein Pech. Okay, davon haben wir ein bisschen zu wenig jetzt. So. Ah, jetzt haben wir wieder volle 50. Das schadet doch schon mal nicht. Der kommt wirklich auf uns zu. Na ja, dann haben wir ihn mal als Overlord gleich um. Zack, und weg ist er. So, alles kaputt machen. Ihr habt jetzt nicht wirklich... Ah, nee, ey. Weg da. So, dann rumpst es halt eben so. Ja, jetzt natürlich wieder ein paar Grüne verloren, weil die alle ins Feuer gelatscht sind. Das war knapp. Sollte halt wirklich mal mit den Roten ein bisschen mehr aufpassen. Das sind nur normale Bomben. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Mana wieder. Diese Statue ist in Julis Territorium angekommen, Herr. Eure Schergen sind entkommen und suchen nach einem geeigneten Turmportal. Na gut. Ach, von hinten. Gibt einen schönen Inferno-Zauber dagegen. Na, kommen hier noch mehr? So, machen wir es mal kurz so. So, leg dich mal einen mit deiner Größe an hier. Zack. Zack. Ah, grill deine eigenen Leute. Stört mich nicht.
Okay, ich lass mal kurz die zwei da. Ich probiere mal was aus. Okay. Okay, jetzt müsste er in die Luft fliegen. Und kabums. Und kabums. Ah, kabums. So, dann kommt mal alle wieder her. Fünf Stück fehlen zwar noch, aber das ist jetzt nicht so weiter schlimm. Hoffe ich mal. So, hier auch nochmal alles zerstören. Und hier drüben natürlich auch. Und hier auch nochmal. Ja, schön nochmal ein Vollsaufen. Und hinein in die königlichen Hallen. Kann ich nochmal kurz einen Schluck trinken? Sieht so aus, als ob der Bergbau diesem Ort nicht so gut getan hätte. Vorsicht, Herr! Ich wollte doch nicht unter Steinen und Zwergen klein begraben werden. Okay, der erste ist tot. Denke ich dir. Ah, klappt ganz schön. Da haben wir aber noch eine. Okay, der ist jetzt auch tot. Holen wir uns hier die nächste. Denke ich dir und tschüss. Bums. Dass der das überlebt hat, ey. Okay, kriegen wir hier noch. Da hinten haben wir noch eine. Das muss wehtun. Und jetzt ist er im Eimer. Na komm, spreng dich in die Luft. Kabums. Und tschüss. Ah, haben wir noch einer? Oh Mist. Aber hat nicht gereicht. So. Schenken wir dir. Bums. Ah, man, gut, man kann hier Braune wieder anrufen. Was ist jetzt los? Ach, die wieder. Ja, nicht so gut. Aber so kann ich sie auch abfackeln. So, bevor wir jetzt hier alles kaputt machen. Oh Gott. Natürlich nehmen wir uns das mit. Ah, hier auch nochmal alles kaputt. So. Kommt der da jetzt nicht durch, oder was? Dann rufe ich nochmal alle her. Ah, ich will das Gold haben. Oder ist es jetzt, weil wir hier dazwischen hängen? Ah, kommt er durch?
Ah, sieht gut aus. So, dann holt mir, hieft mir das Ding da hinten mal hoch. Wir wollen nämlich das Gold haben. Ne, wo wolltet ihr denn hin? Geradezu. Ah, es geht ja so nicht, ne? So, abstellen. Fein gemacht. Darum werdet ihr jetzt auch nicht ausgelacht. Und wir machen jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.